Zählen aufgehört, wie oft mir Leute, die nicht gekannt habe, in der U-Bahn angelächelt und angestrahlt haben. In Wien bitte. Ohne dass ich irgendwas dazu beitragen müssen. Die Definition, die für mich dort sehr gut funktioniert, hat mit Authentizität und mit Ehrlichkeit zu tun. Bin ich schön genug, wohlhabend genug, fit genug? Und es ist so ein bisschen traurig, weil es macht aus dieser bunten Welt und aus dieser farbenfrohen Welt, aus dieser liebevollen Welt so ein bisschen eine graue. Was wir versuchen, ist zu verstehen, warum der Mensch tut, was er tut. Und innerhalb der Anthropologie habe ich mich auf die Jäger- und Sammlerinnenforschung spezialisiert. Ich forsche mit den Chimpansen-Samen. Die Chimpansen sprechen eine Klicklautsprache, Chimpan, und leben in Namibia. Die Menschen in der Kalahari und in anderen Jäger-Sammlergesellschaften haben zum Beispiel kein Geburtsdatum. Man teilt nämlich das Jahr nicht in Monate ein und das Monat nicht in Wochen, die Wochen nicht in Tage. Und die Tage tatsächlich nur in Stunden. Das heißt, dieses klassische 12 Uhr Mittagsdate, das gibt es in der Kalahari nicht. Da gibt es keine Uhrzeit. Was wäre, wenn wir Liebe und Optimismus wieder ein bisschen ins System einfügen würden? Was wird dann passieren?